In diesem Video geht es um Wechselstrom, genauer um Reihenschaltungen und noch genauer um die Berechnung einer Impedanz. Dabei ist erstmal zu klären, was ist überhaupt eine Impedanz? Impedanz ist eine Art Widerstand bei Wechselstrom. Aber um es mal klarzustellen, mit Widerstand ist einfach nur ein ohmscher Widerstand gemeint. Der ist unabhängig von der Frequenz. Ob Gleichstrom oder 50 Hertz Wechselstrom, 20 Ohm bleiben dann 20 Ohm. Mit Impedanz ist dagegen ein frequenzabhängiger Widerstand gemeint. Eine Impedanz ist nicht unbedingt ein einzelnes Bauteil, sondern meist eine Gruppe von Widerständen, die mindestens einen Kondensator oder eine Spule enthält. Gerade wegen des enthaltenen Blindwiderstands ändert sich der Widerstandswert einer Impedanz mit der Frequenz des Generators. Um die Impedanz bei einer gegebenen Frequenz zu berechnen, muss man die Widerstandskomponenten als Vektoren behandeln, bevor man sie addiert. Wie das geht, zeigt die folgende Aufgabe, in der es um eine Reihenschaltung eines Wirkwiderstands mit einer Spule geht. Hier sollen alle Widerstände berechnet werden, also der ohmsche Wirkwiderstand der Kupferleitung, aus der die Spule gemacht ist, der induktive Blindwiderstand, der sich bei einer Frequenz von 50 Hertz einstellt, und der Gesamtwiderstand, auch genannt Scheinwiderstand Z. Der Betrag von Z ist die Impedanz. Der ohmsche Widerstand ist der Widerstand, der sich für den Strom ergibt, weil er durch die Kupferleitung fließen muss, aus der die Spule gemacht ist. Fließt Wechselstrom, wird der ohmsche oder Wirkwiderstand überlagert von dem induktiven Blindwiderstand. Darum kann man den ohmschen Widerstand nur berechnen, wenn Gleichstrom fließt, die Frequenz also 0 ist. Das lässt sich mit dem ohmschen Gesetz R gleich U durch I recht schnell erledigen. R hat einen Betrag von 48 Ohm. Der Blindwiderstand XL ergibt sich zunächst ebenso einfach aus der Formel XL gleich 2Pi F mal L. Denn je größer die Frequenz F ist, umso mehr macht sich die Induktivität L als Widerstand bemerkbar. Setzt man die Werte ein, ergibt sich ein induktiver Blindwiderstand von 60,1 Ohm. Der Scheinwiderstand lässt sich jetzt allerdings nicht aus der einfachen Addition der Teilwiderstände berechnen. Das liegt daran, dass die Teilwiderstände einen Phasenwinkel haben, genau wie die Spannungen gegenüber dem Strom. Für die Reihenschaltung gilt nämlich die Spannungsteilerregel. Das heißt, die Spannung, die an einem Widerstand abfällt, ist proportional zu diesem Widerstand. Für unsere Situation bedeutet das, je größer die Spannung an der Spule, umso mehr Widerstand leistet die Spule. Weil aber die Spannung ständig sinusförmig zu und abnimmt, nimmt auch der Widerstand an der Spule sinusförmig zu und ab. Der Wirkwiderstand des Kupferdrahtes hat den Phasenwinkel 0 gegenüber dem gemeinsamen Strom, wie eben auch die Wirkspannung UR. Der induktive Blindwiderstand hat entsprechend der Blindspannung auch den Winkel plus 90 Grad. Um den Scheinwiderstand zu berechnen, also den Gesamtwiderstand, muss man also auch die Winkel berücksichtigen. Würde man das nicht tun, wäre das Ergebnis zu groß. Berücksichtigt man die Winkel, erhält man das richtige Ergebnis. In unserem Fall, wo R und XL senkrecht aufeinander stehen, ist die Sache einfach. Man kann das Ergebnis sogar sofort in Normalform hinschreiben. Der Taschenrechner wandelt das Ganze in Exponentialform um. Weil die beiden Vektoren senkrecht aufeinander stehen, brauchst du dazu keinen komplexen Modus einzustellen. Du nimmst einfach die Pol-Taste unten rechts auf dem Taschenrechner. Shift-Pol, dann erst den reellen Wert eingeben, also 48, dann ein Semikolon, meistens Shift, Klammer zu, und dann den imaginären Wert der Spule, also 60. Klammer zu und Gleichheitstaste liefert dann ein R, das steht für den Betrag, von 76,84 Ohm. Und erst ein wenig nach rechts scrollen, einen Winkel Theta, der steht für den Phasenwinkel gegenüber dem Strom, von 51,34 Grad. Jetzt, wo wir den Scheinwiderstand bestimmt haben, wird die Schaltung um einen Kondensator erweitert. Normalerweise wächst der Widerstand einer Reihenschaltung, je mehr Widerstände darin sind. Weil aber Spule und Kondensator die Phasen entgegengesetzt zueinander verschieben, wird der Spulenwiderstand durch den Kondensatorwiderstand verkleinert. Die veränderte Schaltung sieht jetzt so aus.
ein Widerstand von 48 Ohm, die Spule mit den 60 Ohm und der Kondensator, von dem zunächst nur die Kapazität bekannt ist. Gesucht ist der Scheinwiderstand, der sich aus allen Teilwiderständen zusammensetzt. Dabei kennzeichne ich die Richtung von XL in die positive I-Richtung durch ein J, so machen es die Mathematiker, was einem nachgestellten I im Taschenrechner entspricht. Die Richtung des Kondensatorwiderstands müsste dann negativ sein, aber das checken wir gleich nochmal in Ruhe. Außerdem muss ja noch der Widerstandswert des Kondensators bestimmt werden. Das ist mit der Formel XC gleich 1 durch 2 Pf mal C schnell erledigt. Setzt man die Werte ein, erhält man einen Kondensatorwiderstand mit dem Betrag von 58,4 Ohm. Jetzt geht es um das Vorzeichen von JXC. Die Gedankenkette ist dabei immer dieselbe. Rein- oder Parallelschaltung? Reihenschaltung. Also ein einziger Strom. Dieser Strom wird als Vektor auf die reelle Achse gelegt und dient uns im nächsten Schritt als Orientierung. Denn es heißt ja, Kondensatorstrom geht vor. Da der Strom auf der reellen Achse bleibt, muss die Spannung nachgehen, also nach unten gezeichnet werden. Über die Spannungsteilerregel ist der Widerstand mit der Spannung verbunden und muss daher auch nach unten zeigen. XC liegt also gegenüber dem Stromvektor bei minus 90 Grad. Der Winkel für die Exponentialform ist das. Oder er zeigt eben in negative Richtung der Imaginärachse. Zusammengefasst ist der kapazitive Blindwiderstand also XC gleich minus J 58,4 Ohm. Ich wähle hier die Normalform, weil sich XC so besser addieren oder subtrahieren lässt. Die Exponentialform ist nämlich für mal oder für geteilt besser geeignet. Jedenfalls zeigt das Ergebnis in Normalform, dass der Imaginärteil von Z nicht mehr 60 oder mehr Ohm beträgt, sondern nur noch 1,6 Ohm. Ich wandle das Ergebnis wieder in Exponentialform um und verwende dafür die Pol-Taste. Setze zuerst den reellen Wert ein, dann ein Semikolon und dann die 1,6 Ohm aus Spule- und Kondensatorkombination. Der große X-Wert und der kleine Y-Wert liefern mir eine resultierende, die sich kaum vom X-Wert unterscheidet, mit entsprechend kleinem Winkel. Auch der Betrag von Z ist jetzt kleiner als vorhin, als noch kein Kondensator im Schaltkreis war. So, das war eine Beispielrechnung zu einer Reihenschaltung aus Blind- und Wirkwiderstand. Hier wurde deutlich, dass die Widerstände genauso mit Winkeln behaftet sind wie die Spannungen, die an ihnen abfallen. Jetzt bekommst du die Gelegenheit, dein neu erworbenes Wissen zu testen, und zwar im Zusammenfassungsquiz. Was ist eine Impedanz? Ein frequenzabhängiger Wechselstromwiderstand. Was ist ein Blindwiderstand? Eine Spule oder ein Kondensator? Wie groß ist der Phasenwinkel eines ohmschen Widerstands? 0 Grad, genau wie die Spannung, die am ohmschen Widerstand abfällt. Welcher Widerstand wird in der Normalform zuerst genannt? Der Wirkwiderstand, R. Welche Größe legt man im komplexen Koordinatensystem auf die X-Achse, wenn man eine Reihenschaltung betrachtet? Den Strom oder die Spannung? Den Strom. Über welche Regel sind Widerstände in Reihenschaltung mit den Spannungen verknüpft? Über die Spannungsteilerregel. Welche Größen eines Vektors liefert der Taschenrechner, wenn man die Pol-Taste verwendet? Den Betrag und den Winkel eines Vektors.